Herzlich willkommen zurück zu Prison Architect. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum sieht das Gefängnis denn so anders aus? Warum fehlt hier so vieles? Warum sieht es hier auch vielleicht ein bisschen leerer aus, als es vorher war? Das liegt ganz einfach daran, dass ich meinen Spielstand resetten musste, weil hier alles voll lag mit Leichen und voll stand mit Häftlingen, die ich nicht bewegen konnte, so dass hier meine Bauarbeiter nirgends rausgekommen sind, meine Polizisten nirgends durchgekommen sind. Ich konnte einfach nichts mehr machen. Und dann musste ich darauf zurückgreifen, dass ich halt den Spielstand resette und nochmal anfange hier jetzt. Das heißt, wir müssen wieder einiges machen, deswegen kommt auch gleich ein Timelapse. Vielleicht wusstet ihr das hier jetzt schon durch den gestrigen Part. Da habe ich das schon erwähnt beim Bridge Constructor Video. Vielleicht wusstet ihr es aber noch nicht, dann wisst ihr es jetzt. Dann würde ich sagen, Timelapse ab. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... Willkommen zurück nach der Timelapse und ich hatte eigentlich gar nicht vor, jetzt schon fertig zu sein, aber jetzt ruft mich wieder der Dr. Walter Hurst an oder wie auch immer man den aussprechen will und dann hören wir uns das Ganze mal an. Ich habe es geschafft, den Sicherheitschef zu überreden, im Falle von morgens Familienbesuch ein Ausnahme zu machen. Gut, dann heißt das ab jetzt ein Ausnahme. Holy shit, wie viele Leute sind das? Warum sind das immer nur Frauen? Kann es sich auch sein, dass die Frau im Gefängnis ist und der Mann
draußen? Egal. Guten Tag, Sir. Carrie Morgan. Ich bin hier, um Henry Morgan zu besuchen. Hinter die Linie. Tut mir leid, ich möchte Henry besuchen. Henry Morgan, er ist mein Mann, Sir. Zum letzten Mal, hinter die Linie, sofort. Ja, Sir, entschuldigen, Sir. Ja, die Gute ist, glaube ich, ein bisschen, überfordert ein bisschen. Sieht so aus, als würde sie ihn das erste Mal besuchen, oder als ob das einfach ein neuer Sicherheitschef wäre, der anscheinend sehr, sehr streng ist. Okay, kommen Sie nach vorne. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ernsthaft? Ernsthaft? Du schickst sie nach hinten, damit du sie wieder rufst? Name? Carrie Morgan, Sir. Ich möchte Henry Morgan besuchen. Und das hier ist deine kleine Tochter. Zumindest erzählen Sie ihm das nicht, wahr? Sie können durchgehen. Und ich vermute, das ist Henry? Ja. Carrie! Und sorry, falls man meinen Hund noch hören sollte, aber dafür kann ich nichts. Tut mir leid, da gab es einen Fehler. Morgan hat sein Besuchsrecht eingebüßt. Was? Tut mir leid. Was? Wir haben heute Morgen Schnaps in seiner Zelle gefunden. Da kann ich nichts machen. Das ist jetzt bitter. Ich bin 2 Stunden hierher gefahren. Meine Tochter weint, das ist nicht fair. Wenn Sie Fairness wollen, fahren Sie nach Disneyland. Fair ist, wenn Sie Goldfische gewinnen und Hotdogs essen können. Das gibt es hier nicht. Ja gut, das ist auch nicht unbedingt fair. Sachen gewinnen ist nicht fair. Das ist Glück. Glück ist keine Sache, die fair ist. Glück ist oft sehr unfair. Bitte geben Sie ihm das hier. Mach ich. Es wird eine ganze Weile keine Besuch. Er wird eine ganze Weile lang keine Besucher empfangen. Soll ich ihm noch irgendwas ausrichten? Da kommt die Putzkolonne. Nein, ich habe nichts auszurichten. Ja, sie will vielleicht. Sie wollte vielleicht persönlich Sachen sagen. Halt! Das könnt ihr nicht machen. Lasst mich mit ihr sprechen. Hey, du hast gerade mein Gefängnis kaputt gemacht, ihr verdammten Bastarde. Ja, und du hast gerade mein Gefängnis zum Teil kaputt gemacht. Das geht so nicht. Das ist sehr enttäuschend. Es ist so schwer, Möglichkeiten zu finden, um diesen Männern wirklich zu helfen. Sie müssen etwas beigebracht bekommen, damit sie sich selbst helfen können. Ich glaube, es ist eindeutig, dass unser Besuchertrakt überarbeitet werden muss. Die Familien stehen bis kurz vor die Tür Schlange und wir haben einfach nicht genug Platz, um mit diesem Andrang fertig zu werden. Das war gerade zusammengeschrieben, obwohl man es nicht macht eigentlich. Bauen Sie einen brandneuen Besuchertrakt. Ich habe doch erst einen gebaut. Unabhängig von dem, was morgen widerfahren ist, wird das sicher einen positiven Effekt haben. Und außerdem ist er nicht unser einziger Insasse mit Familie. Ich habe etwas recherchiert und habe zu meinem Erstaunen herausgefunden, dass viele dieser Insassen nur die Grundlagen des Rechnens und Schreibens Ist das nicht genau das? Das haben wir doch schon. Ach so, das ist jetzt das. Aber den Besucherraum habe ich schon. Das heißt, jetzt muss ich das andere auch alles nochmal selbst neu machen. Na toll. Das heißt, ich muss das jetzt alles bauen. Ja, toll. Das wird ein Spaß. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Ein Klassenzimmer. Okay, das geht noch. Gibt's hier bei Schnelles ein Klassenzimmer? Ja, Gott sei Dank. Ja gut, das ist schon ein bisschen klein, aber das geht schon. So. Bauen wir hier ein Klassenzimmer hin. Oh, ups, das wollte ich jetzt nicht. So, ein Klassenzimmer, das habe ich dann.
Das hier ist noch alles optional, aber dann veranstalten sie eine Klasse in Grundlagenausbildung. Grundlagenausbildung. Na, jeder Häftling benötigt. Von Lehrer. Habe ich schon einen Lehrer? Hallo? Kann ich die. Ich kann gar keinen Lehrer einstellen. Dann will ich hoffen, dass ich schon einen habe. Sekunde, ich muss das hier mal ein bisschen beschleunigen, damit die auch etwas schneller arbeiten. Und warum habt ihr denn immer noch nicht das ganze Zeug hier angeschlossen? Wo gibt es schon wieder Schlägereien? Ach, hier. So, gleich sollte das Klassenzimmer dann auch fertig sein, genau. Ja, jetzt ist das Klassenzimmer fertig, müssen nur noch ein paar Stühle eingebaut werden. Oh, da hat der Sniper gerade richtig sich gegönnt. Na, wo war das? Geistige Führung. Ne? Hab ich sowas schon? Und wie wär's mit Grundlagenausbildung? Gut, das kann ich machen. Aber ich habe noch. Habe ich wirklich noch kein. Oh, ich habe halt wirklich noch keine Kapelle hier drin. Aber später habe ich die doch gehabt in meinem anderen Let's Play, also in meinem späteren Let's Play-Verlauf. Hier habe ich sie ja nicht, weil ich ja, wie gesagt, den Spielstand resetten musste. Da ich ja da Probleme hatte, dass alles blockiert war und ich dann nichts mehr machen konnte. So. Dann müssen wir halt wieder alles neu bauen. Räume. Jetzt muss ich erstmal schauen. Wäscherei, Bücherei, Rezeption. Bla bla bla, Leichenhalle. Irgendwo muss das doch sein. Ist doch alles hier Kapelle. Zugang benötigt. Da bekommt ihr eine. Ja, keine große Gefängnistür. Personaltür? Na, eine normale Tür. Da wird schon keiner großartig was machen. Hoffentlich. Einteilen kann ich das Ganze noch nicht. Die Mindestgröße erfüllt es auf jeden Fall. Das heißt, ich muss noch ein paar Sachen reinbauen. Eine Altar, Kirchenbänke und eine Gebetsmatte. Altar. Ist das hier schon angezeigt? Nein, Gebetsmatte. Black, keine Ahnung wieso. So. Und dann noch ein paar Kirchenbänke. So. Er sieht jetzt ein bisschen blöd aus. Oder passen auch mehrere Kirchenbänke hin? Nein, nicht wirklich. Was ich aber auch machen könnte, wäre das Ganze neu aufbauen, die Kapelle hier den Altar hinmachen und hier das andere. Aber jetzt habe ich schon angefangen, jetzt bleibt das auch so. Dann müssen sie damit eben zurechtkommen. So, Räume, Kapelle. Ist noch nicht alles erfüllt. Mal sehen, wann das aktualisiert wird. Warum sind denn da jetzt schon Häftlinge drin? Beten die jetzt gerade schon? Oder was machen die? Ja, die beten. Die haben sich da alle schön hingesetzt. Oh, und jetzt sind sie wieder gegangen. Und wir haben eine vollwertige Kapelle.
So, dann vielleicht hier noch geistige Führung starten. Funktioniert das jetzt? Ja. Bei Grundlagenausbildung sind nicht so viele Leute drin, obwohl einige interessiert sind. Nimmt gerade nur einer teil. Hingegen hier sind einige Leute drin, die teilnehmen bei geistige Führung. Da warten auch deutlich mehr drauf. Ach, jetzt gehen bei Grundlagenausbildung auch noch ein paar weitere Leute da rein. Dann kann ich ja froh sein. So, weil ich sonst gerade keine Hauptaufgaben... Oh, doch. Telefone, ein Postraum und ja, Arbeit im Postraum. Postraum muss ich auch selbst bauen, toll. Aber ich brauche Telefone auf meinen Höfen. So, Telefonzelle. Gut. Wo bauen wir denn da mal eine Telefonzelle hin? Schön neben den Baum. Dann neben den Baum bekommt ihr noch eine Telefonzelle. Hier noch eine. Und hier noch eine. Dann hier drüben. Hallo? Hier. 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 Hier und hier. Hier sind immer noch viel zu viele Leichen. Aber das geht mittlerweile sogar. Werden relativ gut entfernt. Auch wenn hier immer noch alles voll ist mit Verletzten. Oh, und die sind hier nicht drin. Ja, dann sollen die da mal schleunigst reingehen und auch mithelfen. So. Ach, ich brauche mehr Telefone. Wie viel brauche ich denn? Oder muss ich nur auf allen Höfen, falls das auch als ein eigener zählt, da auch was haben? Telefonzelle. Oder habe ich halt einfach nur zu wenig? Das kann halt auch sein. Ich weiß es halt nicht, wie die das haben wollen. Ich baue hier mal jeweils noch eine Telefonzelle hin. Aber wenn das schon 80% sind, dann brauche ich ja eigentlich nicht mehr so viel. Das sollte dann reichen, wenn ich die hier alle gebaut habe. Obwohl, jetzt hat er die gebaut und das hat niemanden interessiert. Weil das ist halt auch eigentlich kein Hof. Das ist eigentlich ja beim Besucherraum und so weiter. Jetzt sind die auch alle gebaut? Hallo? Eigentlich sollte ihr doch jetzt zufrieden sein. Auf dem Hof gibt's welche, auf dem Hof gibt's welche. Mehr Höfe habe ich nicht. Trotzdem ist es immer noch bei 80%. Ich verstehe das nicht, Leute. So, so, so. Ich kann überall nur noch mehr hinbauen, aber das bringt ja auch nichts an sich so. Oder? Macht das einen Unterschied? Häftlingseinlieferung, $5.400. Oh, 90%. Oder muss ich wirklich so viele davon haben? Sekunde, jetzt schauen wir mal. Ist die jetzt hier eine Telefonzelle? Ja. Oh, wir haben es geschafft. Yay. Aber ich glaube, ich mache... Soll ich noch einen Timelapse machen, Leute? Nee, das reicht erstmal für heute. Lasst mir gerne ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, ein Like, wenn euch dieser Part gefallen hat. Ich musste halt nochmal, wie gesagt, von neu starten, hab deswegen den Fortschritt von ein paar Parts, beziehungsweise einer Timelapse, einer kompletten verloren. Hab jetzt nochmal selbst eine kleine Timelapse gemacht, aber halt nichts so Großartiges. Also wir müssen schon einiges nachholen und wir gehen gerade ins Minus rein. Aber das schaffen wir alles auch noch und ich werde diesmal schauen, dass hier nicht alles zusteht und man nicht mehr durchkommt. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Part und ciao!